wieso Elektro und wieso nicht weiter Verbrenner fahren? Und was ist dein oder was ist euer Use Case? Ist es Pendeln? Ist es auch, also muss es auch ein reisetaugliches Auto sein? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind deine Top 3 Kriterien, die so ein Elektroauto bringen muss, damit es für dich in Frage kommt? Um die Ladestation durchzuklagen gegen seinen Vermieter. Wie ist die Situation bei dir? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, was immer kommt. Ja, wenn du Elektroauto fährst, brauchst du 20 verschiedene Ladekarten. Hammer läuft ja auch schon. Ja. Dann erstmal, ja, hallo. Und ich freue mich sehr heute früh. Ganz früh ist es, wie spät ist es eigentlich? Ist es schon nach 9? Nee, ne? Ja. Viertel nach 8. Viertel nach 8. Geht schon los mit dem ersten Video. Bei mir, beziehungsweise ich darf bei Frank sein. Den darf ich euch ganz herzlich vorstellen. Hallo zusammen. Und wir machen jetzt eine Tour von Potsdam zu mir nach Hause. Frank war so nett, mich nach Hause zu fahren. Ich habe gerade mein ID abgegeben, ist aber völlig egal. Aber Frank erzählt euch jetzt erstmal kurz, warum wir das Ganze machen und warum er hier in einem Skoda Enyaq iV 80 sitzt. Wow, ich sitze das erste Mal in dem Auto, sieht richtig schick aus. Und du erzählst uns jetzt mal ein bisschen, vielleicht während wir unterwegs sind, warum du in dem Wagen sitzt, was du für Pläne hast. Ja. Wie wir dazu kommen, hier uns heute zu treffen. Genau. Ich kann es schon mal so lange sagen, während Frank hier in diesem wunderbaren Auto manövriert. Er hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben. Vielen Dank schon mal dafür. Eine von gefühlt Hunderten, die wir irgendwie jeden Tag im Moment kriegen. Und Frank, ich habe das so verstanden, du interessierst dich für ein Elektroauto, hast aber im Moment noch keins. Ich habe im Moment noch keins, nein. Hm. Und habe wirklich tatsächlich überlegt, was soll denn jetzt der Nachfolger werden zu meinem jetzigen Fahrzeug, das ja noch ein Verbrenner ist. Und war die erste Überlegung war, wie wahrscheinlich bei vielen... lass uns mal noch geradeaus weiterfahren. Okay. Ich sag dir dann Bescheid. Wie bei vielen, die eben noch diese Reichweitenangst haben, wenn sie eben nicht sich vorher mit E-Mobilität befasst haben, zunächst erstmal ein Hybrid zu fahren. Mhm. Ein Plug-in-Hybrid oder einen normalen Hybrid? Ein Plug-in-Hybrid. Okay. Mhm. Und bin deswegen auch zunächst erstmal bei Toyota gelandet, weil das für mich schon so bewährte Technik ist. Ja, ja. In dem Bereich. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, und das mag jeder empfinden, wie er denn möchte, dass es eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten ist. Also man hat weder eine vernünftige Reichweite bei der Batterie und meistens ist dann auch an diese Kombination ein großer Motor angeflanscht. Das heißt also auch der Verbrauch ist dann, wenn man den rein nur noch rechts raus. Ja. Wenn man dann nur noch mit dem Verbrenner fährt, dann auch nicht gerade sehr. Ja. Umweltzuträglich. Und deswegen bin ich dann relativ schnell darauf gekommen, dann doch gleich voll auf Elektro umzusteigen. Und da ist mir dann bei der letzten Inspektion dann der ID3 ins Auge gefallen. Mhm. Allerdings gab es den beim Händler noch nicht zum Probefahren. Mhm. Er hatte den lediglich da zum Anschauen. Guck mal, da steht einer. Und der war auch schon. Da steht einer vor uns. Und der war, ist ein ID4. Ja, genau. Und der war auch schon verkauft. Ja. Also es war nicht möglich, über den Händler Probe zu fahren. Ja. Und dann hatte ich aber schon so diverse Videos in Sachen Elektromobilität auch von Nextmove gesehen. Der Stefan ist ja da ganz umtriebig in dem Bereich. Mhm. Und so habe ich dann Kontakt mit Nextmove aufgenommen. Mhm. Und mein erstes Elektroauto Tatsache über Nextmove zunächst erstmal gefahren. Mhm. Bietet ganz viele Vorteile, kann ich auch jedem nur empfehlen, der sich das erste Mal mit Elektromobilität befasst, weil man dort natürlich auch Elektroautos über einen längeren Zeitraum fahren kann. Das ist ja auch was, ich falle dir jetzt mal ins Wort, etwas, was wir ja auch immer wieder sagen, einfach ausprobieren. Man muss sich vielleicht ein bisschen Geld ans Bein binden. Verschiedene Modelle, 1, 2, 3. Du hast mir am Telefon oder ja gesagt, bei dir waren es schon mehrere bisher. Ja. Ne? was mich natürlich jetzt interessiert, ist ganz konkret, wieso Elektro und wieso nicht weiter Verbrenner fahren? Wieso, woher kommt dieser Antrieb bei dir, umsteigen zu wollen? Ich habe einfach geguckt, was hat Zukunft jetzt? Hm. Und da ist es für mich ganz klar die Elektromobilität. Okay. Also, da geht der Weg jetzt hin. Hm. Das ist auch politisch gewollt. Hm. Und da muss man sich dementsprechend auch anpassen. Also, das ist einfach. Und was ist dein oder was ist euer
Use Case? Ist es Pendeln? Ist es auch, also muss es auch ein reisetaugliches Auto sein? Also bei mir muss das Elektroauto wirklich alle Alltagssituationen abdecken. Mhm. Also es ist nicht bloß ein Auto zum Pendeln zur Arbeit, sondern es soll auch nach Möglichkeit die Urlaubsfahrt darstellen können. Ja, alles Mögliche, was man so mit dem Auto macht. Und deswegen gibt es für mich auch so gewisse Kriterien, die ein Elektrofahrzeug erfüllen muss und die ich dann eben jetzt eben auch so schrittweise abteste. Ne? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind deine Top 3 Kriterien, die so ein Elektroauto bringen muss, damit es für dich in Frage kommt? Na, zum einen ist es wirklich die Reichweite, weil ich, wie der Stevie hier, auch Laternenparker bin. Und ich gemerkt habe an dem ID3, gerade im Winter, wenn die Reichweite dann doch relativ schnell schwindet, man doch ziemlich häufig an die Ladesäule muss. Und wenn man dann eben nicht so eine gut ausgebaute Infrastruktur hat, und die gibt es bei uns in Potsdam leider noch nicht so. Ich meine, ihr wart ja auch schon bei uns im Kirchsteigfeld gewesen. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Reichweite, was ist so für dich so eine psychologische oder so ein Need, wo du sagst, also ich muss mindestens immer... Also er sollte sicher 300 Kilometer bieten. Okay. Das ist so für mich die... Also es muss nicht der Mega-Akku sein, aber er sollte zumindest sicher 300 Kilometer bieten. So, also Top 1, große ausreichende Reichweite. So, zweiter Punkt. Der zweite Punkt ist für mich diese erhöhte Sitzposition, die ich haben möchte. Scheidet ja eigentlich ein Tesla aus, schätze ich mal, oder? Also das Model 3 scheidet damit aus. Ja. Sicherlich kommt dann, und das ist auch noch in der engeren Auswahl, das Model Y. Und der dritte ganz für mich wichtige Punkt ist ein vernünftiger Kofferraum. Okay. Okay, also es sind ja eigentlich, sagen wir mal, ganz, ganz klassische Gründe, sich für ein Auto zu entscheiden oder nicht entscheiden. Welche bist du bisher Probe gefahren? Also ich bin bis jetzt den ID3, den ID4, das Model 3 als Performance, auch als Standard Range Probe gefahren und jetzt hier den Skoda Enyaq. Okay, und was wäre ja so, wenn du dich Stand heute entscheiden müsstest? Stand heute ganz klar das Auto, in dem wir jetzt sitzen. Okay. Jetzt hast du ja schon angesprochen, du bist Laternenparker. Du hast es ja vielleicht bei uns auf dem Kanal verfolgt. Wenn ihr nochmal nachgucken wollt, wir haben so, Steve sagt immer, ich muss nach links oben zeigen. Also das ist jetzt genau über Franks Kopf. Videos gemacht zu der Geschichte von dem Herrn Michalke, der jetzt demnächst auch seinen Gerichtstermin hat, um die Ladestation durchzuklagen gegen seinen Vermieter. Wie ist die Situation bei dir? Also ähnlich. Also ich müsste genauso vorgehen. Deswegen bin ich einen etwas anderen Weg gegangen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welcher Anbieter das war. Und zwar kann man da im Internet eine öffentliche Ladesäule sozusagen beantragen. Ist es On-Charge? On-Charge, genau. On-Charge. Okay. Und die kümmern sich jetzt darum, dass wir da im Kirchsteigfeld eine öffentliche Ladesäule bekommen. Und das läuft? Das läuft. Das läuft, okay, gut. Über OnCharge haben wir übrigens auch ein Video gemacht. Auch das findet ihr hier in der Infokarte, die Steve dann einblenden wird. Wir fahren einfach geradeaus weiter. Da ging es um das Thema OnCharge und Berlin. Und naja, könnt ihr euch vorstellen, Berlin ist ja sowieso so ein Ding. Da bin ich mal gespannt, ob das in Potsdam dann funktionieren wird. Das heißt also, du wirst auch dann letztlich eine Situation anstreben, wo du an einer öffentlichen Ladestation hoffentlich regelmäßig laden kannst. Genau. Wie wichtig wäre es für dich, das sind ja jetzt AC-Ladestationen, die jetzt OnCharge zum Beispiel baut, und wir haben ja immer die Diskussion, brauchen wir mehr AC, brauchen wir mehr DC? Wenn du jetzt die freie Wahl hättest, würdest du DC bevorzugen oder sagst du für dich in deiner Situation eine AC-Ladestation, wohnortnah, wo du auch stehen kannst, in Ruhe, reicht dir aus? Wenn sie in Wohnortnähe ist, reicht so eine AC-Säule auf jeden Fall aus. Und dann vielleicht mal so am Lidl oder so, wenn die mal aus dem Knick kommen, DC mal mitnehmen? Ja, genau. Okay. Urlaubsfahrt, wo würde dich eine Urlaubsfahrt hinbringen? Was sind so deine üblichen, sage ich mal, von der Entfernung her, du musst uns ja nicht sagen, wo du hinfährst, um Gottes Willen, aber was sind so für Strecken, würdest du mit dem Auto so zurücklegen wollen? Also so Urlaubsstrecken sind je nachdem, also zwischen 600 und 900 Kilometer. Okay, also das heißt dann im Prinzip mit so einem Auto hier wahrscheinlich ein-, zweimal zwischenladen und gut ist, ne? Genau. Ja, okay. So, wir sitzen jetzt, du fährst jetzt den, seit wann fährst du den Skoda? Ich habe den am Donnerstag abgeholt, im tiefsten Regen. Ja, also auf Deutsch gestern.
Wie sind so deine ersten, sage ich mal, Erfahrungen jetzt im Moment mit dem Wagen? Also ich bin zunächst erstmal sehr über den Verbrauch begeistert. Mhm. Stehen wir wo? Oder also stehst du wo, besser gesagt? Also ich habe den gestern nach dem Abholen aus Berlin nach Potsdam bei 17 kW. Also 17 kW war schon super. Für so ein riesen Auto, ja, okay, ist das wirklich sensationell. Wenn du sagst, es überrascht dich, wie war das bei den anderen Fahrzeugen? Hast du einen Überblick? Ja, also das Tesla Model 3 war natürlich ganz klar ziemlich weit vorne im Verbrauch. Ja. Etwas enttäuscht war ich beim ID.3 über den Verbrauch gewesen. Es lag natürlich allerdings auch daran, viel Winter ist. Ja, okay. War im Winter, ne? Ja, und da hauen natürlich bei Kurzstrecken die Akkuheizung volle Pulle rein. Das steht mir ja auch noch bevor. Im Moment fahre ich unseren ID.3 so mit um die 10 Kilowattstunden. Aber es ist ja auch kein Winterwetter. Man muss nicht heizen. Ab und zu mal ein bisschen Klimaanlage. Und da auf den Winter bin ich auch nochmal sehr gespannt. Okay. Was wirst du denn jetzt in den verbleibenden... Achso, ich habe dich gar nicht gefragt. Wie lange wirst du den Wagen haben? Also ich habe den jetzt über eine Woche, den Wagen. Das also ich schon die längste Zeit ausgenutzt, die es möglich ist, weil der Wagen auch sehr stark nachgefragt ist bei Next Move. Ja. Also der geht danach auch gleich wieder in die Vermietung. Okay. Also selbst wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich will den nochmal eine Woche länger fahren, ist gar nicht möglich, weil schon der nächste drauf wartet. Ja. Jetzt müssten wir da vorne dann links abnehmen, das ist ein bisschen kompliziert. Und was hast du jetzt noch vor, an dem Wagen zu testen? Also wichtig ist mir, über das, was wir schon gesagt haben, eine gut funktionierende Fahrassistenz. Hm. Und da muss ich bisher sagen, bin ich auch sehr, sehr begeistert von. Hm. Also Verkehrsschilderkennung, auch was Zusatzschilderkennung angeht, funktioniert wunderbar in den VW-Derivaten. Also egal, was man da eigentlich von fährt. Hm. Auch dieses Hineinadaptieren der Geschwindigkeiten, also wenn jetzt die Geschwindigkeit heruntergesetzt wird auf 30, man ist wirklich an dem Schild bei 30, man ist beim Ortseingang bei 50. Hast du das beim ID.4 auch so erlebt? Oder bei den VW-Fahrzeugen auch so in der Art? Oder ist es hier nochmal besser? Na, es ist nicht anders. Also, okay, das ist ja auch letztlich ein Konzern. Ja. Mhm. Habe ich allerdings deutlich schlechter beim Tesla erlebt. Okay. Und wie sieht's aus mit, hast du noch Zeit, mal eine längere Strecke zu fahren, HPC auszuprobieren, also Schnellladen? Also ich habe vor, jetzt übers Wochenende... Wir fahren einfach mal geradeaus, machen noch einen kleinen Umweg. Hm? Liegt noch in der Planung, jetzt übers Wochenende mal nach München runterzufahren. Oh, das wird spannend. Okay. Also rein in das Wirrwarr der Ladeinfrastruktur. Ja, genau. Ja, aber sollte ja eigentlich auch heute kein Problem mehr sein. Ja. Und das ist eben auch das Gute, wenn man sich jetzt so einen Wagen bei Nexthof mal holt für eine Woche. Mhm. Man muss sich auch wirklich mit Ladeinfrastruktur auseinandersetzen. Man muss sich mit Ladekarten, also Ladetarife auseinandersetzen. Mhm. Also ich habe mittlerweile auch 3 oder 4 Ladekarten. Das würde mich nochmal interessieren. War es jetzt wirklich so, also aus einem Antrieb heraus zu sagen, ich will mir jetzt die günstigste Ladekarte suchen oder ich suche mir die, mit der ich einfach stressfrei überall laden kann? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, was immer kommt. Ja, wenn du Elektroauto fährst, brauchst du 20 verschiedene Ladekarten. Jetzt habe ich dich sozusagen als Einsteiger, also als fortgeschrittenen Einsteiger mal an der Angel. Wie war das jetzt bei dir? Hast du irgendwelche Vergleichslisten studiert oder hast du gesagt, was weiß ich, ach, ich hole mir jetzt die von, keine Ahnung, NBW oder Maingau oder schieß mich tot und probier's einfach mal aus? Ja, also als ich angefangen habe mit der Elektromobilität, war es ja noch relativ einfach. Hm. Und da habe ich die Ladekarte über ein ADAC, weil ich ADAC-Mitglied bin. Mhm. Und dann ist man ja automatisch in diesem NBW verbunden mit drin. Ja. Und der deckt ja auch relativ weiträumig auch ab, der Tarif. Ja. Also man ist war zu der Zeit mit dem relativ sorgenfrei unterwegs und relativ kostengünstig. Okay. Nächste fahren wir. Also das hat so gut, man hatte sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hier rechts. Mhm. Allerdings ist das Ganze ja jetzt so unübersichtlich geworden. Also ich habe jetzt noch die Maingau-Karte mit dazu genommen, jetzt haben die auch wieder die Tarife erhöht. Vor allem wird es ja dann für dich auch ein Problem werden wahrscheinlich mit der, oder könnte ein Problem werden mit dieser Blockiergebühr, ne? Nach 4 Stunden. Ja, das ist, glaube ich, gerade für Laternenparker ein echtes Ärgernis, diese Geschichte mit der Blockiergebühr. Und das ist, glaube ich, auch noch nicht ausgefochten, dieser Kampf. Frank, was habe ich noch irgendwas vergessen, dich zu fragen? Weil wir haben unsere Spritztour im wahrsten Sinne oder im übertragenen Sinne, Elektronentour fast zu Ende. Wirst du denn nachdem noch ein anderes Auto dir
angucken. Das wollte ich noch fragen, genau. Ja, wie gesagt, es ist doch ein... Oder meinst du, du bist schon entschieden? Einfach bis zur Ecke und dann rechts? Ja, also ich schwanke noch, wie gesagt, zwischen zwei Fahrzeugen. Mhm. Der ist mit in der engeren Auswahl. Ja. Fragst du uns auch, welches das ist, oder meinst du das Model Y? Ja, ich meine das Model Y. Ja, okay. Ja gut, okay, das ist natürlich nochmal ein harter Konkurrenz. Wir fahren dann hier einfach rechts, ja, und sind dann auch gleich da. Frank, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Wir wollten es gar nicht so unendlich ausdehnen. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit heute früh genommen hast, mich aus Potsdam hier nach Kleinmachnow nach Hause zu transportieren. Ich würde das dann jeden Donnerstag in Anspruch nehmen. Nein. Ich wünsche dir natürlich noch gute Fahrt, viel Spaß, und du wirst mit Sicherheit die für dich absolut passende und perfekte Wahl treffen. Und ich finde es übrigens, ich finde es das super, dass sich Frank bei uns gemeldet hat und so spontan auch bereit war, das zu machen, weil so diese Erststimmen, sage ich jetzt mal, von Leuten, die noch relativ frisch mit der E-Mobilität in Kontakt kommen, sind natürlich immer wahnsinnig interessant, weil letztlich war es bei mir genauso, als ich irgendwann eingestiegen bin. Man hat alles aufgesogen, was man irgendwie kriegen kann, um hoffentlich die richtige Entscheidung zu treffen. Ihr trefft aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wenn ihr euch mit verschiedenen E-Fahrzeugen auseinandersetzt, leiht, euch erkundigt und fragt. Wir können jetzt hier links rein, an dem Briefkasten hier links rein, ja, und einfach wirklich die Chance nutzt, um verschiedene Fahrzeuge Probe zu fahren. Macht es so vielleicht wie Frank. Nehmt euch wirklich die Zeit, wenn ihr nicht sowieso schon wisst, was ihr haben wollt, aber probiert verschiedene Fahrzeuge aus. Das ist die beste Variante, die ihr irgendwie machen könnt. Wie gesagt, an der Stelle, Frank, sage ich dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast. Und ansonsten, Frank, vielen Dank nochmal und dann alles Gute weiterhin. Ja, sehr gerne. Gut, tschüss aus dem Skoda Enyaq. Wie heißt der genau? IV80. IV80, alles klar. Tschüss.